Moinsen, ihr Füchse. Hallo? Sollte das? Nein, danke, nur die Eskorte. Moin sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Autobahn-Simulator. Wir sind momentan dabei, zurück in die Wache zu fahren. Warte mal, ich mache eben das Horn da aus und Bericht zu erstatten. Und während wir das tun, können wir nochmal, falls wir jemand Auffälliges sehen, eine kleine Fahrzeugkontrolle durchführen, würde ich sagen. Oh, habt ihr die Reifen da gerade gesehen? Das sah sehr auffällig aus. Warte mal. Wir lassen uns mal überholen. Seine Reifen sahen sehr merkwürdig aus, ne? Komm. Guck mal da, guckt euch mal das Hinterrad an. Das, wenn das mal nicht, seltsam ist. So, Achtung, ganz unauffällig mal dahinter fahren. Verkehrsmessung. Wäre Mission nicht möglich? Oh, na gut, dann hilft's nichts. Hast nochmal Glück gehabt, trotz deines komischen Rads. Wir übernehmen, wenn es sein muss. Wir müssen jetzt zurück. Das heißt aber doch eigentlich, warte mal. Kann ich jetzt auf die Karte gehen und Schnellreise machen? Weil während des Einsatzes geht's ja nicht. Geht das jetzt? Schnellreise. Möchtest du diese Schnellreise nutzen? Nein. Wo ist denn unser Hauptquartier? Kann ich das irgendwo sehen? Hauptmission. Ach da, guck mal, hier müssen wir hin. Ja, ich möchte die Schnellreise nutzen, komm. Weil wenn wir jetzt stundenlang immer über die Autobahn eiern und dann nebenbei ja nichts machen dürfen, das ist ja auch langweilig. Oh, guck mal hier. Wir können sogar da reinfahren in das Tor. Mach ich aber nicht. War schön auf dem Hof. Park auf drei Parkplätzen, wie sich das gehört. Aussteigen. So. Und da wollen wir mal eben über Fortschritte informieren, nicht wahr? Nicht, dass Chefe böse wird. So, auf geht's. Hans, bleibst du wieder hier stehen? Ja, alles klar. Ich hole dich dann nachher ab, ne, Hans? Mach dir einen gemütlichen, du. Alles gut, ich kümmere mich um die ganze harte Polizistenarbeit. Uff. Oh. Wenn die Tür mich denn lässt, ne? Wenn die Tür mich lässt. So. Auf nach oben, schnell Bescheid geben. Updates über den Steineschmeißer. Ach, ich freue mich wieder auf sein Gesicht. Es ist einfach gruselig. Hallo. Was haben Sie herausgefunden? Wir sind einer Spur nachgegangen und kamen so zumindest an ein Foto des Tatverdächtigen. Gute Arbeit. Das ist ein erster Anfang. Sobald wir weitere Hinweise bekommen, nehmen wir den Fall wieder auf. Mir liegt die Klärung der Sache sehr am Herzen. Also bleiben Sie wachsam. Wir müssen dem Täter das Handwerk legen. Das werden wir tun. Wow. Ich werde sehr wachsam bleiben. Sehr wachsam. So, und was machen wir jetzt? Erstmal speichern, würde ich sagen. Geht das? Spiel gespeichert. Gut, jetzt zeigt das nach unten. Dann gehen wir mal nach unten. Und wahrscheinlich kommt dann, widmen Sie sich random Aufgaben. Achtung. Hallo? Ich weiß nicht, warum bei ihm jetzt ein Questmarker ist, aber wir werden mal mit ihm reden. Aber halt dann durch die Glasscheibe hindurch, sonst geht's wohl nicht. Moin. Er ist gerade reingekommen. Ein LKW ist gegen einen Brückenpfeiler gefahren und nun herrscht Einsturzgefahr. Fahrt dahin und sichert die Unfallstelle. Sind unterwegs. Sind unterwegs. Sagt er und dann kann ich immer noch ablehnen. Nö, kein Bock, Alter. Kein Bock. Okay, auf geht's. Das ist gefährlich. Ah, ah, au. Es ist Einsturzgefahr, wir müssen uns ein bisschen beeilen. So, Hans, bist du bereit? Let's go. Lass uns rocken. 18,7 Kilometer. Eieieiei. Na, dann mal los. Hinfahrt gönnen wir uns, aber Rückfahrt nicht. Auf geht das über die Bahn. Hier, nicht das Handy anfassen. Hast gehört, Hans? Ich bin noch Beifahrer. Ja, es spielt. Oh! Oh! Schon mal 10% Chaos. Oh, wie oft kommt denn das noch? Da hätte man tatsächlich ein paar mehr Lines noch aufnehmen können. So, let's go. Euer Blinkelicht an. Und auch das Horn, komm. Lasst uns mal gönnen.
Wir sind hier im Einsatz. Machen die tatsächlich Platz? Ein bisschen, ja. Ganz ein bisschen. An alle Fahrzeuge, wir haben einen Auffahrtsunfall. Oh. Wagen 2. Ich weiß gar nicht, welcher Wagen wir sind. Ich glaube, wir sind, werden niemals angesprochen. Und wenn, würde ich es nicht merken, weil ich nicht weiß, welche Wagennummer wir haben. So, hier mit Volldampf und Karacho Richtung Ziel. 9 Kilometer, glaubt mir, das ist nicht mehr viel. Oh, Kurve, vorsichtig. Das habe ich immerhin drauf, ne? Mit Highspeed über die Autobahn kacheln, ohne irgendwie zu kollidieren. Das läuft. Bin ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ein Geisterfahrer. Ich würde mich drum kümmern, aber LKW, ne? Und einsturzgefährdete Brücke. Das ist gefährlich. Da müssen wir aufpassen. Halten Sie alle die Augen offen. Haltet ihr bitte auch die Augen offen, ja? Könnt mal Verkehrsverstöße zählen, die ich hier durchführe. Achtung. Er ist über 80 offensichtlich verwirrt und hat sich ein paar Hubis eingedrückt. Ich glaube, er ist auch noch betrunken. Könnte auch noch sein. Wir sind uns aber nicht sicher. So, es sind noch 7,2 Kilometer. Meine Lieben, und dann werden wir uns um den LKW kümmern. Vorsicht! Oh! Man soll ja nicht so abrupt auf der Bahn lenken, weil man ist ja mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs. Wie die hier immer einlenken und wie abrupt, das ist voll gefährlich. Das machst du so nicht. Die Daten! Einsturzgefahr. Guckt euch den Grünen an, Alter. Moin. Oh! Oh, 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 scheiße. Ich hab das nicht gesehen. Ah, oh, 64% Chaos. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Müssen wir uns benehmen. Scheiße. Ah, guck mal, es geht wieder runter. Okay, okay, okay. Das Chaos-Mieter geht. Es wird einfach vergessen. Sehr schön. Seht ihr da hinten diese. Oh, shit. Oh nein, oh nein, oh nein. Seht ihr diese Baumreihe? Ich war gerade abgelenkt von der Baumreihe da oben, warte. Ich kann sie euch nicht zeigen. So, weiter geht's. Polizei, dein Freund und Helfer. Blaufuchs ist dauernd von der wunderschönen Optik abgelenkt. Knallt in alles rein. Wir holen uns den Kerl. Der Kerl ist unser Kerl. So, es ist nicht mehr weit. Noch ein bisschen. Noch 6 Kilometer. Schaffen wir. Also alleine wegen den fahrerischen Fähigkeiten von mir sollten wir uns die Hinfahrt schon gönnen. Aber das Zurück... Oh! Wow, wow. Das Zurückfahren, das können wir uns ja dann mit Schnellreisen überspringen. Aber wenn wir nur noch schnell reisen, wäre auch ein bisschen lame. Dafür brauchen wir ja die Autobahn-Simulator spielen, ne? Oh. Kann gerade nicht. Ich bin ja in einer wichtigen Mission. Wagen 2, Wagen 2. Was für Streber, oder? Da legt es doch einer auf eine Beförderung an. Anders kann ich mir das nicht erklären. So, noch 3,4 Kilometer. Sie haben die Monotonie der Autobahn wirklich schön grafisch eingefangen. Muss ich sagen, es ist so. Es kommen gerade echt, ohne Scheiß, bin gerade 2 Stunden Autobahn gefahren. Komm nach Hause, setz mich vor meinen PC, um jetzt wieder virtuell auf der Autobahn zu fahren. Es ist echt spannend. Da ist das Flugzeug wieder und noch ein Flugzeug. Mega. Vorsicht, ich muss hier bitte einmal durch. Danke. Zentrale, kannst du das
Ich habe irgendwas mit Teddybären verpasst. Warum haben wir nicht die Teddybären-Aufgabe? Warum? Ich möchte Teddybären einsammeln. So, noch 400 Meter. Wir können mal ein bisschen die Temperatur reduzieren. So. Nur noch Blinkelicht. So, wir sind da. Verkehr ausbremsen. Manchmal muss eine Gefahrenstelle möglichst schnell gesichert werden, indem der Verkehr ausgebremst wird. Dein Partner wird dir sagen, wann du die Matrix auf Unfall oder Gefahr stellen sollst. Bis zum Zielpunkt solltest du deine Geschwindigkeit auf unter 50 km/h gedrosselt haben. Okay. Da vorne kommt die Unfallstelle. Um den nachfolgenden Verkehr zu stoppen, solltest du die Matrix anschalten. Okay. Signale. Matrix. Bitte anhalten. Falsche Matrix, warte. Signale. Matrix. Weitere. Unfall. Gefahr. Spur gesperrt. Bleib da vorne stehen. Hier? Oder in dieser? Ich glaube, in diesem Ding hier. Okay. Alles klar, was ist denn hier? Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Hans, weniger Kaffee. Ich kümmere dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Alles klar. Ich darf die Dödelaufgaben machen, Hans. Ich habe die Personalien aufgenommen. Alles in Ordnung soweit. Das ging aber schnell. So. Die Unfallaufnahme besteht aus verschiedenen Aufgaben. Unfallsicherung. Fotografieren der Unfallstelle. Unfallskizze. Räumung von Wrackteilen. Dialog mit Unfallbeteiligten. Nicht jeder Unfall enthält alle Aufgaben. Ja, das ist so gut jetzt. Bitte hört auf. Beendet wird die Unfallaufnahme durch den Abschlussbericht. Als erstes sollten immer die Unfallstelle gesichert werden. Für diesen Zweck kannst du aus dem Kofferraum deines Dienstwagens die Leitkegel nehmen und an den markierten Stellen platzieren. So wird sichergestellt, dass der Unfall gefahrlos bearbeitet werden kann. Na, dann. Du solltest immer mit den Beteiligten des Unfalls sprechen. Sie schildern dir jeweils ihre Sicht der Dinge und tragen so maßgeblich zur Klärung der Unfallsursache bei. Oftmals erzählen sie dir auch kleine Geheimnisse, die amüsant sein können oder aber den Unfallhergang in einem anderen Licht erscheinen lassen. Durch Drücken von X aktivierst du deine Kamera. Richte mit R den Sucher auf markierte Objekte und fotografiere sie. Sobald du ein Unfallobjekt fotografiert hast, wird es für die Unfallskizze freigeschaltet. Damit diese fertiggestellt werden kann, müssen alle unfallrelevanten Objekte fotografiert worden sein. Mittels des nach oben Dingens öffnest du die Unfallskizze. Jedes fotografierte Objekt wird durch ein Symbol gekennzeichnet. Zur besseren Orientierung ist ein Objekt auf der Skizze bereits vorgegeben. Die Objekte müssen verschoben sowie auch rotiert werden. Ist ein Objekt korrekt platziert, rast es ein und färbt sich grün. Drücke LB und RB, um zwischen den Objekten hin und her zu schalten. Mit dem linken Stick kannst du die Teile in der Skizze platzieren. Mittels des rechten Sticks können Objekte rotiert und mit L bewegt werden. In vielen Unfällen gibt es auch Wrackteile, die es zu räumen gilt. Das können Fahrzeugteile oder verlorene Ladungen sein. Diese Teile solltest du aufheben und im markierten Bereich ablegen, damit dadurch keine neuen Unfälle entstehen können. Alles klar, dann fangen wir jetzt erstmal an und sichern die Unfallstelle. Hol mal die Kegel raus. So, eben so ein Kegel organisiert. Ich find's schön, wie du den trägst. Sehr ehrenhaft. So, und hin damit. What the fuck? Was machst du damit? Wo reibst du dir das denn durch? Oh ja, eben einmal durch den... Eben durch den Schritt gezogen. Oh, scheiße. So, Unfallstelle ist gesichert. Jetzt sprechen wir mal mit dem LKW-Fahrer. Er muss ja da vorne sein. So, eben mal mit dem LKW-Fahrer geredet.
Oh, er sieht ganz nervös aus. Guck mal, seine Hände an, die zittern richtig. Die sind noch richtig am Zittern. Er ist richtig nervös. Hallo, was ist da passiert? Hallo, was ist hier geschehen? So was Dummes, dass mir das passieren muss. Oh Mann. Ganz ruhig. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Also, noch nicht. Atmen Sie tief durch und erklären Sie, wie es dazu gekommen ist. Okay, ja, also, während ich fahre, höre ich ein komisches Geräusch und sehe im Außenspiegel, wie ich Ladung verliere. Das hat mich so erschreckt, dass ich nicht nur voll in die Eisen gegangen bin, sondern auch das Lenkrad verrissen habe. Und bevor ich mich versehe, bin ich in die Brücke. Sowas ist mir noch nie passiert. Der neue Kollege hat bestimmt geschlampt. Der war für die Ladung zuständig. Sie wissen aber schon, dass Sie als Fahrer des Fahrzeugs letztlich für die Sicherheit der Ladung zuständig sind? Ja. Das tut mir so leid. Wir sind hier fertig. Sie und Ihr Arbeitgeber werden sicher noch Post wegen des Vorfalls bekommen, aber erholen Sie sich erstmal. Wie nett er doch ist, ne? Das wird noch richtig, das wird noch ein Nachspiel für Sie haben. Aber jetzt erholen Sie sich erstmal. Ich finde es schön, wie der LKW auch kein bisschen Schaden bekommen hat. Er ist direkt einfach an dieser zuckenden, wunderschön designten Brücke. Da seht ihr, ne? Ein 3D-Modell gemacht und dann so ein bisschen Decals draufgeklebt für diesen Brückenriss-Effekt. Gut. Fotografiere Unfallobjekte. Dann mal los. Kamera öffne ich mit X. Einmal den. Einmal den. So. Hat das noch nicht gereicht? Offensichtlich nicht. Jetzt. Fotografiere Unfallobjekte 0 von 2. Ah, jetzt, okay. Ah, alles klar. Jetzt haben wir's. Gut. Entferne Objekte. Jetzt werden wir eben noch den Müll aufsammeln, der da rumliegt, damit das nicht noch wieder einen neuen Unfall gibt. Komm ruhig ein bisschen schneller hier, ne? So. Oh, wunderbar, wie... Geil. Okay, auf geht's. Eben Kartons einsammeln, ne? Dass wir das jetzt machen. Nicht der Fahrer. Dessen Ladung das hier ja ist. Scheint Amazon Postbotenfahrer zu sein. Dürft gleich wieder losfahren. Ich bin hier gleich fertig, ne? Die Autobahn sieht aber nicht gut aus, so. Direkt vollgesperrt das Ding. Dabei ist doch noch eine Line frei. Könnt doch eigentlich hier noch vorbeifahren. Egal. So, eben die ganzen Pakete weggeräumt. Jawohl, oh. Oh, die Kamera. Ihr könnt euch, das muss man erleben. Das musst du erleben. Anders kannst du dir das nicht ausmalen mit dieser Kamera. So, oh, wieder hingelegt. Objekte entf... Oh. Achievement geht rein. Gesamtwertung 1200 von 1200 Punkten. Besser geht das gar nicht mehr. Ihr könnt mich jetzt echt Meister nennen. Puh, da schwebe ich direkt vor Aufregung. Und du? Hau mal wieder ab. Reden wir mal mit Hans. Was meinst du, Hans? Bleibst hier, kann weitergehen? Ah, gut, dass du kommst. Ein LKW ist an einer ungünstigen Stelle liegen geblieben. Wir sollten da vorbeifahren und nach dem Rechten sehen. Also dann, worauf warten wir noch? Auf geht's. Oh, oh. Los, Hans, auf geht's. Können wir mit offenem Kofferraum fahren? Mal gucken. Das scheint zu gehen. Hacker, so ein Kofferraum, der muss auch mal belüftet werden, weißt du? Oh, er geht von alleine zu. Ach, wie lame. Die modernen Autos, ne? Ohne Spaß. So, 16 Kilometer sind das wieder. Na, dann geben wir mal Gas. Können wir auch ruhig das Ding anmachen, ne? 16,2 Kilometer. Abgefahren. Los geht's. Mal sehen, wie gut wir uns wieder durch den Verkehr durchschummeln können. Oh, ich muss mal eben durch hier. Achtung! Woohoo. Aha, alles gut. Oh. Das Kennzeichen haben wir euch schon übermittelt. Meine Lieben, ihr hört den Horn krähen. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle
dann einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.